Flugzeug ist eine Cessna Caravan, ist Baujahr 1998 und ist auch seither beim DLR. Wird viel für optische Messgeräte verwendet, für meteorologische Messflüge und eben für den fliegenden Hörsaal. Und das Ganze geht los in 3, 2, 1. Hinter dem Begriff fliegender Hörsaal steckt ein Flugzeug, was das DLR vor 10 Jahren umgebaut hat zu einem fliegenden Klassenzimmer sozusagen. Also wir haben Sitzplätze für Studenten, 6 Studenten, die von einem Flugversuchsingenieur begleitet werden und die im Flugzeug die Möglichkeit haben, auf Displays, die an dem Vordersitz angebracht sind, die Instrumente auch aus dem Cockpit zu sehen und so wirklich mitnehmen können, was im Flug passiert, was der Pilot sieht und so an den Flugmanövern teilnehmen können. Wir haben jetzt 5 Unis momentan dabei. Das ist die TU München, die RWTH Aachen, TU Dresden, TU Darmstadt und die TU Berlin. Ja, wir freuen uns jetzt, 32 Studenten momentan hier zu haben, die sich alle ausgezeichnet haben in Vorlesungen oder Übungen, also auf ihre Leistungen aufmerksam gemacht haben und so hier quasi die Glückspilze sind, die jetzt an dieser Veranstaltung teilnehmen dürfen und da von ihren Unis aus in Kooperation mit ihren Unis bei uns hier beim DLR das machen dürfen. Also es ist schon körperlich anstrengend, aber nicht nur das Fliegen, sondern auch die Tests selber. Also die Zeiten müssen korrekt zum richtigen Zeitpunkt aufgezeichnet werden und viele Parameter müssen beachtet werden, um den Flugversuch, und darum geht es ja hier, auch dann erfolgreich abschließen zu können. Der Tagesablauf ist, dass wir uns um 9 jetzt immer getroffen haben am Morgen, alle zusammen. Dann gab es ein kurzes Morgenbriefing, da ging es um Wetter und um die Flugplanung des Tages. Und danach ging es los mit dem Flugprogramm und das funktioniert klassisch so, dass die Studenten mit dem Flugversuchsingenieur, der sie begleitet, auf dem Flug in ein Briefing gehen. Dort bringen sie ihre Testkarten mit, wo die Tests schon ausgearbeitet sind, die sie jetzt dann durchführen. Diese Testkarten werden besprochen, es werden die Manöver besprochen an Bord. Ja, besondere Erlebnisse für die Studenten sind eben die Kräfte, die im Flugzeug wirken, am eigenen Leib zu erfahren. Ein ganz prägnantes Manöver ist, wenn wir den Manöverpunkt bestimmen. Das heißt, ich muss ein Manöver fliegen, wo ich das Flugzeug abrupt hochziehe und das relativ schnell. Das heißt, es drückt mich dann doch mit 2G oder mehr in den Sitz rein. Und oben, wenn ich eben aus dem Manöver rauskomme, mache ich einen Push-Over, also drücke das Flugzeug mit der Nase nach unten, sodass ich dann ein bisschen Schwerelosigkeit erfahre. Also dann willkommen zum Flug Nummer 11. Der nächste Punkt ist die Manöverstabilität. Dabei machen wir Pull-Ups und Push-Overs. Damit wir sauber Pull-Up machen können, bringen wir erstmal den Flieger die Nase 20 Grad nach oben. Dann zieht der Pilot den Flieger hoch, etwa auf 20 Grad. Und wenn er bei 90 angekommen ist, drückt er ihn rüber. Jetzt nehmen wir die Nase runter auf minus 20 Grad. Dann geht der Flieger in Sinkflug von 20 Grad. Auf minus 20 und er zieht jetzt. Zu dem Zeitpunkt setze ich den G-Messer auf 0 und dann machen die einen Abfangbogen. Ihr lest den Höhenruderausschlag ab, die Beschleunigung ab, die Kraft am Steuerhorn, die Geschwindigkeit und die Höhe. Minus 10, plus 10, vorbei. Minus 10, plus 10. Wow. Die lachen noch. Ja, die lachen noch, das ist okay. Gut, dann machen wir jetzt mal noch Dutch Roll. Links, rechts und links und frei. Das war jetzt der letzte Flug von der Sommerschule. Ich freue mich, dass das jetzt so gut geklappt hat. Vielen Dank an euch. Uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Und das war das Ende vom Flugprogramm. Wir ziehen uns jetzt alle zusammen wieder zurück in unseren Seminarraum und schauen, dass wir den Tag noch abschließen und die Daten dann gut morgen auswerten und präsentieren. Ja.